Boah, ist das ungemütlich. Ist das im Winter immer so kalt hier? Hat dich ja keiner gezwungen, dich hier häuslich einzurichten. Also wenn ich Flügel hätte, wäre ich längst in den Süden geflogen. Ich bin doch kein Zugvogel. Komisch, wo es doch hier so zieht. Dann mach doch das Fenster zu. Liebe Navigatorinnen und Flugbegleiter, liebe Nomaden, hallo Aasfresser. Vanessa kann es kaum erwarten, dass ich endlich nach Süden fliege, damit sie sich hier breit machen kann. Unverschämte Unterstellung! Aber ich muss dich enttäuschen. Ein Vogel kann nicht einfach beschließen, dass es ihm zu kalt ist und er jetzt nach Süden fliegen möchte. Dieses Verhalten ist angeboren. Obwohl sich einige Vogelarten nicht festlegen. Stare zum Beispiel verhalten sich sehr unterschiedlich. Manche bleiben das Jahr über in Europa, andere fliegen im Winter in den Mittelmeerraum. Durch den Klimawandel kommen aber auch Vögel durcheinander, die früher ziemlich konsequent in den Süden geflogen sind. Zum Beispiel bleiben inzwischen einige Störche in Europa, die sonst bis nach Afrika geflogen sind. Die haben doch irgendwas vor. Ich habe mich immer gefragt, warum die Störche nicht einfach in Afrika bleiben und dort die Küken ausbrüten. Es ist doch so schön warm da und man hat nicht diesen Reisestress. Ist doch ganz einfach. Im Sommer sind die Tage im Norden länger als in Afrika. Das heißt, die Storcheneltern haben mehr Stunden zur Verfügung, in denen sie Futter für ihre Jungen suchen können. Mit Futter bin wohl ich gemeint. Die Küstenseeschwalbe reizt diesen Effekt bis zur Schmerzgrenze aus. Sie brütet jedes Jahr von Mai bis Juni in der nördlichen Tundra, treibt sich aber dazwischen im Südpolarmeer herum. Das heißt, die fliegt von einem Ende der Welt zum anderen? Da, wo die Seeschwalbe ist, ist immer Sommer. Sie fliegt von Polartag zu Polartag. Und dann schläft die mal? Damit sie die langen Strecken durchhalten kann, schläft immer nur eine Gehirnhälfte. Aha. Die andere hält den Kurs. Ein Vogel, bei dem eine Gehirnhälfte schläft, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein anderer krasser Extremsportler ist die Pfuhlschnepfe, die auch an der deutschen Nordseeküste vorkommt. Die Vögel aus Alaska überwintern in Neuseeland und müssen dafür den Pazifik von Nordosten nach Südwesten überqueren. 11.000 Kilometer Non-Stop-Flug in etwas mehr als einer Woche. Kriegst du da nicht auch Fernweh? Echt jetzt? Bist du sicher, dass Geier keine Zugvögel sind? Tatsächlich wandern Gänsegeier aus der Mittelmeerregion im Sommer manchmal nach Norden. Na also. Die Menschen haben lange gerätselt, wie sich Zugvögel orientieren. Die können ja keine Landkarten oder Navis mitnehmen. Jetzt haben Forscher in einer Studie herausgefunden, dass Vögel mit Hilfe von quantenmechanischen Prozessen in den Augen in der Lage sind, das Erdmagnetfeld zu sehen. Wie wollen Menschen denn herausfinden, was ein Vogel sieht? Die können doch nicht durch deine Augen gucken. Ein Riesenaufwand für diese Erkenntnis. Sie hätten mich ja auch einfach fragen können.